Unser nächstes Thema heißt, Islamisten verhindern weltweite Polio-Ausrottung, was ja nun durchaus ein ernstzunehmendes Problem ist. Es gab dazu auch eine Radiosendung bei WDR 5. Also die Kinderlähmung ist ja weitestgehend oder sollte schon fast ausgerottet sein, wenn es nicht noch kleine Herde gäbe, aus denen immer mal wieder neue Krankheiten oder die Kinderlähmung immer wieder verschleppt wird in andere Länder. Und tatsächlich hat man jetzt noch ein paar Stellen identifiziert, die tatsächlich von Islamisten beherrscht werden. Also Okay. Einmal ist das hier der Norden von Nigeria, Boko Haram. In dem WDR-Beitrag ging es auch um Afghanistan, wo es eben auch noch Polio gibt. Und das Problem ist, wenn sich das einmal halt wieder... Das verteilt sich halt unheimlich schnell und wenn, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, ich glaube, es müssen irgendwie 70% der Kinder halt geimpft sein, damit sich das dann nicht wieder rasend schnell ausbreitet. Und das ist eben nicht gegeben, wenn es eben da Leute gibt, die ihre Kinder entsprechend nicht impfen lassen. Also auch eine Gefährdung für Deutschland, weil, aber das ist eigentlich ein anderes Thema, weil hier natürlich auch viele Kinder nicht geimpft sind. Das hat aber nichts mit Islamismus zu tun, sondern mit anderen Gedanken. Weiß man, warum diese Leute Impfungen ablehnen oder kommen die Impfleute oder die Krankenschwestern einfach nicht dahin oder hat das politische Gründe? Also ich hatte es nicht mehr richtig im Kopf. Also hier steht jetzt, dass wer impft, sind halt Organisationen, die von außen kommen. Aus dem Westen. Das heißt, die aus dem Westen kommen und die Islamisten sagen jetzt zum Beispiel hier im Weltartikel steht, die Muslime oder die Islamisten jetzt in dem Fall glauben, dass die Impfungen seien ein Mittel zur Sterilisierung von Muslimen oder ein Vorwand, um Spione des Westens in ihre Mitte zu bringen. Also die lassen halt die Hilfsorganisationen nicht an die Leute ran oder denken halt auch, dass die Impfmittel wahrscheinlich irgendwie manipuliert sind. Also das scheint jetzt hier zumindest ein Grund zu sein. Aha. Das scheint ja eine Mode zu sein. Ja, alle möglichen fundamentalistischen Esoteriker wollen nicht mehr impfen, ne? Ja. Ja, ich meine, da gibt es natürlich, wie gesagt, auch einen Trend hier in Deutschland, aber der ist ja irgendwie anders motiviert als jetzt durch den Islam. Ja, das stimmt. Aber wie gefährlich das doch ist, also gerade, dass sich dann eben das so schnell wieder ausbreiten kann, wäre mir jetzt vorher gar nicht so klar. Und die Ärzte sagten halt auch ganz klar, wenn man jetzt wirklich, also man steht kurz davor, es auch komplett ausrotten zu können. Das ist sehr schade, dass das jetzt dadurch eben nicht gelingt. Das wird viele Leben kosten und viel Gesundheit. Die Leute bleiben doch behindert zurück, wenn sie es überleben, oder? Oder zumindest viele. Mhm. Polio. Ja. Mhm. Toll. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die wir regelmäßig machen wollen, und zwar die Statistik des Monats. Heute natürlich zusammen mit